Gerhard für MMA ohne Maske auf der Cage Fight Series 12 in Graz mit Bogdan Grad, der das Main Event für sich entschieden hat durch Spinning Head Kick. Bogdan, wie geht es dir? Was sagst du zum Kampf? Dankeschön für das Interview. Mir geht es spitzenmäßig. Kampf war nicht zu 100% ich war nicht 100% zufrieden, bin es auch nicht, aber das Finish war zufriedenstellend. Das kann man wohl sagen. Mit was für einer Strategie bist du in den Kampf gegangen? Die Strategie war Chappen, Takedown Defense. Er hat nämlich 11 Profikämpfe und aus diesen 11 Profikämpfen, was ich mir angeschaut habe, hat der Harvey nur geshootet. Der hat nur geshootet, der ringt seitdem er 5 ist. Ich weiß das von einer Insider-Info. Und überraschenderweise hat er jetzt kein einziges Mal geshootet, sondern einfach nur gestrikt die ganze Zeit. Und das hat mich überrascht. Und dann hat der Jab nämlich nicht mehr gereicht. Bin aber auch nicht dazu gekommen, dass ich mich wirklich entfalte, weil ich jeden Moment den Takedown erwartet habe. Ich habe den Takedown so viel respektiert anscheinend. Und deswegen war die Leistung nicht zu meiner vollen Zufriedenheit. Aber ist schon okay so. Aus diesen Kämpfen lernt man am meisten. Die erste Runde war ja relativ ausgeglichen, in der zweiten Runde der Gegner noch stark auftrat mit Striking. Wie hast du dann dein Finish gesehen? Kannst du uns kurz dahin führen, wie du das gesehen hast? Ich habe den Harvey ein paar Mal mit dem Jab getroffen, dann habe ich geswitcht auf Fake Jab, linker Haken. Der hat leider nicht getroffen, kein einziges Mal, glaube ich, weil er sich immer nach hinten gelehnt hat. Und dann haben wir mir gedacht, okay, wenn er sich immer nach hinten lehnt, dann gibt es dort eine Reichweite von 30 cm, die ich nicht schaffe. Und somit, was für Waffe habe ich? Spinning Heel Kick. Spinning Heel Kick angesetzt, getroffen, Knockout. Das kann man wohl sagen, Knockout sondergleichen. Ja. Wie geht es bei dir sportlich weiter? Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Ja. Nächstes Jahr, Anfang des Jahres, wieder eine Cagefight. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, Ende des Jahres, Herbst, UFC. Da sind wir gespannt. Bogdan, vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir auch.